Da sind sie offensichtlich nicht. Warum sollte ich sie da reintun? Sie sind keine Hilfe. Gefunden. Da kommt Verstärkung. Runter. Geh runter. Falken. Sie kennen doch den Falken. Ja. Im Durchschnitt kennen 2,2 von 300 imperialen Truppen den rasenden Millennium-Falken. Sollten wir nicht zum Schiff gehen? Startbereit. Imperiale Offizier! Improvisierte Sprengsätze. Imperialer schwere Schütze. Da kommt noch ein Shuttle. Achtung! Du hast recht, Joey. Heute ist nicht mein Glückstag. Sie zu sehen. Was führt Sie hierher, Commander? Sie, General. Senatorin Organa schickt uns. Ich nehme es zurück, Joey. Schlimmer kann es überhaupt nicht mehr werden. Der da hat schwere Waffen! Boden gesichert, aber da kommen ein paar alte Freunde in Teiljäger. Wäre zu schön, wenn Sie einmal nicht kämpfen würden. Ha, wo bliebe da der Spaß, General? Vorsicht! Raketenwerfer! Mir egal, ob Mars uns anfunkt. Ich will jetzt nicht mit ihr reden.
Han Solo. Hey, Mars. Ich hinterlasse keine Spuren, hast du gesagt. Und jetzt sind Schiffe über meinem See. Ich kann es erklären. Nicht erklären, bring's einfach in Ordnung. Dich trifft keine Schuld, Chewbacca. General, wir konzentrieren den Beschuss auf den Kreuzer. Alles klar? Gut. Bringen wir ihn auf den Boden des Sees. So, das wird Mars gar nicht gefallen. Inferno-Trupp, Information. Feindlicher Sternenjäger nimmt Kurs auf General Solo. Ziehen! Photon-Torpedo ist bereit! Übertrieben, aber effektiv. Keine Sorge. So leicht wirst du uns nicht los. Sie gehört Ihnen, Commander. Was immer Sie mit dem Droiden gemacht haben, Dallas, ist eindeutig falsch. Hey, Kumpel, er ist repariert. Ist nicht meine Schuld, wenn er Sie jetzt mag. Inferno-Trupp. Schiff, ich habe Sie nicht gesehen, seit Lando Sie hierfür bestimmt hat. Wie geht's Ihnen? Wunderbar, Senatorin. Was beschäftigt Sie, Commander? Paldoras Infos zufolge leitet mein Vater einige Operationen auf Bespin und Sallust. Erlaubt ihr, dass ich ihn suche und festnehme?
Sie unterstehen mir nicht allen. Das Flottenkommando missbilligt vielleicht eine derart persönliche Mission. Ah, aber ein imperialer Admiral sollte doch keinesfalls den Feind stärken, habe ich nicht recht? Es wäre von Vorteil, wenn Sie ihn herbringen, Commander. Ja, Ma'am. Und möge die Macht mit Ihnen sein. Auf der Zündungsstation sein. Dann bleiben wir wohl besser in den Wolken.